Und da wären wir auch schon bei dem wahrscheinlich Topspiel des Spieltags hier in der Gruppe A. Tura Sindicato Witten gegen Vampade Goalgetter. Beide Mannschaften ungeschlagen. Wird sich das hier ändern oder gibt es ein Remis? Das werden wir sehen. Vampade Goalgetter mit 3 Siegen und Witten mit 2. Bisher haben beide Mannschaften jedes Spiel gewonnen. Das wird sich heute ändern. Aber wie? Das finden wir jetzt heraus. Vampade Goalgetter in den Game-Trikots. Von rechts nach links und die Wittner in Rot-Grün. Für die Goalgetter läuft es hier ziemlich gut in dieser Aufstiegsrunde. Man ist hier auf gutem Wege in Richtung Aufstieg in die erste Liga. Mit einem Sieg könnte man vielleicht schon den Sack halb zumachen. Man könnte hier den großen Schritt gehen und die Konkurrenz ein bisschen weiter auf Abstand halten. Dann gibt es deutlich weniger Konkurrenz hier für die Goalgetter. Ein Blick auf die Tabelle geworfen. Man hätte dann 12 Punkte, je nachdem, was dann die Konkurrenz macht. Mit Sindicato wissen wir ja schon, dass sie dann verlieren. Man hätte 4 Spiele von 6 gewonnen. Ich glaube schon, dass man da fast sicher aufsteigt. Also es würde mich wundern, wenn man da nicht mal Platz 3 holt. Also Platz 3 sollte dann mindestens sicher sein. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Aber man muss ja auch erstmal den Sieg hier einfahren. Das ist die andere Sache. Nicht nur die Chance haben, sondern auch die Chance nutzen. Den Marsch. Kippe. Ja, Sindicato ein bisschen Problem in der Kommunikation, aber sie haben trotzdem noch die Gelegenheit. Kippel, der könnte ihn jetzt ablegen. Da ist Müller. Bringt den Ball auf Müller und Buchner. Schöne Parade hier. Bei den Vampaden-Goalgetter, da wissen wir ja schon, sie hatten in den ersten Spielen ja gut souverän gewonnen. Erstes Spiel Saarbrücken 3-1 besiegt, Hornhausen 1-0 besiegt, Mügeln letzten Spieltag 1-0 besiegt. Man war nicht wirklich in Gefahr. Klar, die letzten 2 Siege sind knapp gewesen mit 1-0, aber man war nie wirklich in Gefahr, dieses Spiel irgendwie zu verlieren. Und das ist das Wichtige, denn das zeigt schon mal die Mannschaft, die hat Bock auf erste Liga und wenn sie so weitermachen, könnten sie sich dann auch bald Erstligist nennen. Da Seehofer legt ihn jetzt ab. Da ist Atalay. Da ist die Gelegenheit. Werner aber wird geblockt. Ginzel. Atalay, Kippel. Sieht gut aus hier für Witten. Atalay. Nein. Ihn hat ihn. Eletta. Kinzel. Und wird hier komplett umgeräumt. Hier vom Verteidiger. 34 Minuten gespielt. Es ist jetzt im Mittelfeld eher ein Hin und Her. Aber vielleicht jetzt die erste richtig große Gelegenheit. Ja, jetzt aber auf Beletta. Da ist die Gelegenheit! Da ist das Tor! Da ist das 1-0! Kremser macht ihn rein! Und was ein Schuss!
weil der Verteidiger das Bein zurückzieht, geht er dann rein. 1:0 hier für die Goalgetter. Und so kann es doch weitergehen. Es sieht genauso aus wie in den Spielen zuvor. Gut für die Goalgetter, schlecht hier für den Gegner. Und man muss hier aber auch sagen, Witten hat hier mehr Spielanteile. Er hatten hier deutlich bessere Chancen, aber sie nutzen es halt nicht. Das ist das Problem, Atala jetzt. Da ist die Gelegenheit auf David Marsch und da ist direkt die Antwort! Da ist die Antwort! Das Tor hier für die Gastgeber. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So kann es gehen. Gefühlt vom Elfmeterpunkt aus. Netzt er ein. Demarsch. Mit dem Ausgleich. 41. Spielminute. Die Aufstiegsrunde, sie hat hier einiges zu bieten. Das sieht man hier. Saki. Jäger. Berlin. Villetta. Hahn am Ball. Ja, und das war's. Damit geht es hier in die Halbzeitpause mit dem Unentschieden. Wir gehen so in die Halbzeitpause, wie wir dieses Spiel begonnen haben. Förmlich bei 0. Jetzt wird's interessant. Wer wird hier im zweiten Durchgang eher das Risiko eingehen und hier versuchen, das Tor zu erzielen? Man war sich hier bei den Gästen vielleicht ein bisschen zu sicher, als man hier das eigene Tor erzielte. Denn die Antwort kam prompt. Jetzt ist halt die Frage, wer kann hier den nächsten Treffer setzen? Misaki. Egal, nein. Der Ball wurde abgefangen. Seehofer. Werner. Ah, schickten jetzt hier die Linie entlang. Nein. Der Ball ist im Aus. Marsch hier nochmal mit dem Treffer zum 1:1. Der Ausgleich. Ein wichtiger Treffer. Müller. Demarsch. Ragosa, Demarsch, Ragosa, Buchner! Und es gibt die Ecke. Schöne Parade hier, aber da erhofft man sich da ein bisschen mehr Unterstützung hier von der Defensive. Jetzt gibt's die Ecke für die Gastgeber. Bringt den Ball hinein und da ist das Tor! Da ist es! Werner mit dem Kopf! Auch per Kopf weitergeleitet. 2:1 hier für Witten. Damit habe ich nicht gerechnet, damit hat die Verteidigung nicht gerechnet. Dass er da mit dem Kopf hinkommt. Warum steht er denn so frei? Da gab es Probleme bei der Absprache.
2:1 hier für die Gastgeber. Und jetzt wurden hier die Golgatter auf dem ganz falschen Fuß erwischt. Misaki. Ja, die nächste Gelegenheit und Costa ist jetzt da. Mal hier ein bisschen gegenseitig pushen. Der hätte hier durchaus reingehen können. Ecke wird ausgeführt von Misaki, der steht da schon bereit. Ja, bringt ihn hinein, Kippel köpft ihn raus. Misaki immer noch. Ja! Und gibt hier wieder den Eckball. Seehofer. Rosa, Seehofer. Ja, Schütz ist da und blockt hier zum Einwurf ab. Ah! Schön abgeblockt, aber Werner ist dann da und jetzt zum zweiten Margarin. Das ist ein bisschen zu eng da hinten. Atalay. Das ist aber zur Stelle. Fünfundsiebzig Minuten gespielt. Nee, das ist dann doch ein bisschen zu wenig. Im Arsch. Ah, jetzt Seehofer, die nächste Gelegenheit hier für die Gastgeber, aber es geht hier direkt Richtung Eckfahne. Und es gibt nochmal hier einen Einwurf für die Wittener. Cobra kommt jetzt hier für Seehofer, er sieht gut aus hier für die Männer in Rot. Man hat das, was man will, die drei Punkte aktuell in der Hand. Und man lässt hier der Konkurrenz aktuell nicht allzu viele Chancen zu. Jetzt nochmal die Gelegenheit zu kontern. Ja, bringt ihn jetzt hier auf den linken Flügel, Beletta. Ja, lässt er den Verteidiger aus. Einfach stehen und... Danke, war dann doch ein bisschen zu wenig. Beletta jetzt nochmal. Osora. 5 Minuten noch zu spielen. Wann fällt hier das Tor? Ginzel. Schütz. Ja, bringt den Ball rein und Atalay. Saki, Nisola, na, das war's. Das war's mit der Gelegenheit und jetzt nochmal hier Witten. Im Marsch. Ja,
90. 2 Minuten gibt's drauf. Nochmal die Gelegenheit hier für Witten. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich das Risiko eingehen wollen. Ich glaube, sie spielen den Ball hier erstmal in den eigenen Reihen. Ja, Spielzeit ist auch schon vorbei. Man müsste jetzt mal hier einen Schuss absetzen, ansonsten war es das. Der Sieg ist schon in der eigenen Tasche. Es gibt hier die Pfiffe der Fans und... Jetzt wurde das Spiel abgepfiffen. Ich habe nur darauf gewartet. 4 Minuten überzogen. Und damit gewinnt Witten das 3. Spiel in Folge für Vampire Goalgetter. Es ist die 1. Niederlage in 4 Spielen. Trotzdem ein guter Wert und ich glaube, wenn man so weitermacht, dann kann man durchaus hier aufsteigen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder beim 5. Spieltag. Bis dann, haut rein und tschüss.